Hallo, willkommen zu einem Video von mir, also mein zweites Minecraft-Video. Ich bin endlich aus meinem Urlaub zurück, also von Malle, hab meine schöne Asi-Bräune jetzt dabei und wir sind gerade Minecraft. Und ihr wisst, was bald passiert ist, kommt das Update 1.8, leider noch nicht diese Woche, sondern nächste Woche, Montag. Ja. Und leider wird diese schöne Map resettet und mein ganzes Haus und die ganzen anderen Häuser von vielen werden einfach resettet, weil man sie nicht übernehmen kann, was ich recht schade finde. Und ich habe mir was überlegt, was ich demnächst in meine Häuser einbauen werde, also in mein nächstes Haus. Dazu muss ich kurz mal mich vorwärts sprinten. Ich habe ja diese normalen Dreiecke gebaut, 3x3. Ja? Und ich habe ein bisschen mich umgeschaut auf YouTube und in Foren, ob jemand schon eine 3x3-Tür bekommen hat, die nicht so viel Platz verbraucht. Und leider ist mir nichts. Ja, habe ich nichts Gutes gefunden. Und da dachte ich mir, hey, vielleicht baue ich mal, versuche ich selbst. Und dafür gehen wir mal in den Saal, den wir schon im ersten Video von mir gesehen haben, der noch leer war. Den habe ich jetzt zum Labor ausgebaut, ja. Mein Redstone-Labor. Und man sieht schon, so dass der 3x3 Durchgang, so wie auch meine normalen Gänge, wie auch hier 3x3. Und ich habe hier in die Mitte Sand dran gemacht und hier sind überall Pisten, das habe ich gerade mal kurz gebaut. Und man sieht, wenn ich hier umlege, fällt dieser Sand, der in der Mitte war, runter. Das ist einfacher, als hier unter den Pisten hier noch einen Pisten zu setzen, dass er noch eins tiefer geht. Das könnte man machen, aber das verbraucht zu viel Platz, finde ich. Das ist aber auch eine schöne Lösung. Man kann so durch vorbei. Ja? Sieht hübsch aus. Sehr nett. Ich müsste ein bisschen meinen Saal kaputt machen, aber das ist kein Problem. Hier sieht man die Rückseite. Diese Redstone-Leitung. Die geht hier hoch zu den Pisten. Und auf der anderen Seite ist es genauso. Hier unten ist der Floor, wo man, wenn man die Tür aufmacht, so normalerweise weitergehen könnte. Das baut man später eigentlich im Mond rein. Hier sind die Redstone-Repeater. Hier ist der Redstone-Kontakt, der geht von da. Hier geht's hoch zu dem Pisten und der Pfad geht da hoch zu den drei Pistons an der Decke. Das sind alles Sticky Pistons. Ich habe es ein bisschen umgekehrt, man könnte es mit einem Schalter machen, das heißt Redstone, also das ist ein Oldschool-Repeater endlich, das hier. Das geht hier rein und ist daueraktiviert. Ich habe leider gerade keinen Clean Sound, warte, ich guck mal in meiner Kiste. Ein bisschen sprinten. Also irgendwie finde ich gerade keinen Clean Sound. Schade. Ich würde gerne so einen Schalter ausprobieren. Aber ich habe schon lange keinen Clean Sound mehr gemacht. Da ich jetzt in letzter Zeit eigentlich nur Battlestar Galactica spiele. Ja. Online ist wirklich schön. Vielleicht mache ich ein Video davon, wie ich das mit Stefan spiele. Naja, ich habe leider keinen Schalter jetzt gefunden. Gehen wir mal wieder zurück. Okay, kurz zum Sprinten. Es wird wieder hell. Dann mache ich noch eine kleine View um mein Haus rum. Wie es so aussieht von außen. Leider wird es nicht übernommen. Egal. Man kann sich vorstellen, wenn es hier so ein Schalter ist, der hat ja einen gewissen Kontakt. Man kommt schnell genug durch. Und man konnte es mit einem Xor-Gate verbinden. Ja? Das ist eine andere Vision. Ich wollte eine Treppe, also so eine Falltür bauen oder irgendeinen Eingang, einen versteckten Eingang zu einer Mine. Und dafür habe ich das Prinzip meiner Pisten-Eingangstür genommen und es einfach umgedreht. Ja? Ziemlich simpel. Wenn die Map resettet wird und ich ein neues Haus anfangen werde, werde ich auch meine ganzen Pistentüren und so weiter und die Treppen alles übernehmen und das werde ich dann aufzeichnen.
wenn ich es baue, also auf der neuen Multiplayer-Map, wenn 1.8 rauskommt, ja, das werde ich alles bauen, also Multiplayer und nicht Singleplayer, und dann lieber Too Many Items oder Singleplayer-Commands einfach sich das Zeug geben, ist langweilig. Das ist ein kleines anderes Prinzip der Tür. Die Pisten sind hier unter dem Stein eingebaut und hier. Also 2 oder 2 oder 2, ich weiß nicht mehr. Ja, zwei sind hier, eins ist hier und da ist eins. So habe ich gebaut. Ist ein bisschen anders, man kann es schon erkennen, das ist ein bisschen umgekehrt. Also das fährt normalerweise so raus und dann fährt es hier rein, und das habe ich dann einfach umgedreht, dass es dann rauskommt und hochfährt. Ja, das geht ganz einfach. Die werde ich nachbauen. Die Pistentür werde ich auch wieder einbauen, mein neues Haus. Die Treppe und die Stufen hier. Der Clock für die Stufen werde ich auch einbauen. Und das werdet ihr alle sehen. Kurz mal wieder die Tür verschließen. Tür ist zu. Mein Haus erkennt man nicht, da ich so einen schönen, wunderschönen Wald gesetzt habe um mein Haus herum. Der ziemlich viel gewachsen ist, weil ich ihn schon lange nicht mehr abgebaut habe. So. Da sieht man mein Gewächshaus. Da geht's weiter. Ich habe versucht, die natürlichen Züge meiner Bergformation zu behalten. Da unten ist ein neues Torraum, das ist hier das Schwimmbad. Das erste Mal, dass ich es von außen sehen muss, ein bisschen noch dran was machen, also mit Erde bedecken. Aber das werde ich nicht mehr machen, da die Map ja nicht mehr übernehmen wird. Und ja. Und da ist mein Labor, also der Saal, wo ich gerade die Schaltung gebaut habe. Und hier ist ein Nachbar, das ist der Ferus, bei dem habe ich die Schaltung hier gebaut, die nicht mehr existent ist, keine Ahnung wieso. Normalerweise kommen hier so die normalen Steine ran und dann drückt man hier drauf. Und die fährt sich genauso aus wie bei mir. Da habe ich ihn damals gebaut. Ja. Hier war aber schon lange nicht mehr niemand. Ja. Also die Schaltung werde ich übernehmen. Ich habe schon mehrere Ideen im Singleplayer nachgebaut zu Fallen und weiteren Pistendingen. Die werde ich alles in der 1.8 Map übernehmen. Ich werde mir wieder so einen schönen Berg, vielleicht an einem Fluss suchen oder an einem Ufer zum Meer. Wieder mal ganz weit weg von vielen anderen. Und ich habe ja schon, glaube ich, angesprochen, dass 1.8 jetzt das erste Update kommt, glaube ich, nächsten Montag. Und das andere ist noch nicht bekannt. Also ich weiß es noch nicht. Reingehauen und so. Man sieht sich.